Ich guck mal in deine Richtung. Du bist ja eigentlich kein neues Gesicht bei uns auf der Bühne. Schön, dass du aber dieses Jahr wieder zu uns gefunden hast. Der Alex hat es in deiner Vorstellung schon gesagt. Dein Sohn Ben lebt mit Alström. Und für dich gab es dann, Bernd, diesen Weg, dass du gesagt hast, du gehst raus aus dem gut bezahlten Job, du engagierst dich. Mhm. Du möchtest was für Betroffene tun, für Angehörige. Und ich freue mich sehr, dass du jetzt deine Geschichte erzählst. Ich hoffe erstmal, es geht dir gut. Wunderbar, vielen Dank für die Einladung, für die wiederholte Einladung. Und diesmal ist Bernd auch nicht so knapp gekommen. In der Tat, eine Stunde zu früh. Ja. Lieber so als andersrum. erzähl doch für alle da draußen vielleicht mal, Bernd, was Alström ist. Alström ist ein monogenetischer Defekt, gehört zur Gruppe der seltenen Erkrankungen, wie immer man das klassifiziert. Ist eine noch wenig erforschte Erkrankung, also im Prinzip gibt es wenig Empirie zu dem Thema. Weltweit ist eigentlich unseriös, überhaupt Zahlen zu nennen, aber wir gehen so von 1000 Betroffenen aus. In Deutschland sind es irgendwo zwischen 15 und vielleicht 30. Entsprechend verhält es sich mit den Symptomen, die wir hatten schon das Thema Google gehört, wenn man Web-Research macht und das erste Mal diese Krankheit auf Wikipedia nachliest. Ich habe immer gesagt, das ist so die Speisekarte der Hölle. Da ist so ziemlich jede Erkrankung in irgendeiner Form potenziell möglich. Aber man weiß eben nicht genau, was auftritt. Aber wesentliche Ausprägungen sind Erblinden oder der Verlust des Sehvermögens, muss man sagen. Kardiomyopathie, also Herzthemen schon. Wir haben Patienten, die mit 6 Monaten schon die erste Herztransplantation hatten. Ganz ein wesentliches Thema ist Insulinresistenz, Diabetesgefährdung, fehlendes Sättigungsgefühl, Fibrosen etc. etc. Das heißt, eine sehr breite Symptomlandschaft. Und wie gesagt, mit entsprechend geringer Forschung im Hintergrund. Das heißt, wir bewegen uns da nur in sehr kleinen Schritten der Erkenntnislinie entlang. Und im Fall von Ben ist es so, der ist jetzt eben 11 Jahre, der hat im Prinzip sein Sehvermögen verloren. Also wir sind jetzt bei knapp 2% Sehvermögen. Hörvermögen ist ungefähr bei 60%, das ist auch ein Thema, das immer wieder kommen kann. Ihm fehlt das Sättigungsgefühl. Das heißt, er ist potenziell Adipositas gefährdet mit den entsprechenden Auswirkungen, die damit verbunden sind. Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, Bernd, Ben ist jetzt 11. Mhm. Wie und wann hat das bei euch angefangen? Also eigentlich begonnen hat es schon mit 6 Monaten, weil wir in dem Alter das erste Mal gemerkt haben, dass irgendwo das Sehen, man kann nicht sagen eingeschränkt ist, aber zumindest die Reaktionen nicht die waren, die man sie erwarten würde. Also das heißt, wenn man Handbewegungen oder Ähnliches vor ihm gemacht hat, dann haben die Augen dieser Hand nicht gefolgt. Und eigentlich ab dem Alter haben wir begonnen, ganz spezifisch das Thema Sehen zu verfolgen. Und es hat dann eigentlich 4 Jahre gedauert, bis man aus diesem Sehen zumindest mal den Verdacht generiert hat, es könnte sich um einen genetischen Defekt handeln. Und das ist jetzt schon ein bisschen der Sprung in die Diagnose, aber das war tatsächlich ein ganz elementarer Zeitpunkt oder Sprung. Wir haben dann diesen Gentest gemacht auf eine Augenerkrankung und haben dann keine Ergebnisse bekommen. Und nachdem das dann wochenlang gedauert hat und wir mal in dem Institut nachgefragt haben, hatten uns aufgrund einer eigentlich Fehlkommunikation die Ergebnisse zugeschickt, die schon da waren, die wir aber nicht bekommen haben. Und jetzt kommt wieder Wikipedia ins Spiel, dann sind wir eben mit den Informationen, die da standen, auf Wikipedia gegangen und haben dann gelernt, dass der Ben eigentlich etwas hatte, von dem wir nicht einmal im Traum davon ausgegangen wären, dass das der Grund eben für das Sehen ist, weil es viel mehr war, also nur eine Augenerkrankung und man anscheinend in dem Moment den Test erweitert hat ohne unsere Freigabe, das eigentlich in der Form nicht so sein sollte und man deshalb eben gezögert hat, uns die Ergebnisse mitzuteilen.
Und ja, das war dann ein Hard Landing, wie man so schön sagt. Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, Bernd, das hat quasi schon mit 6 Monaten angefangen, dass ihr bemerkt habt, es stimmt irgendwas nicht. Jetzt haben Shari und Andrea auch gerade erzählt, dass man in diesem Kindesalter davon ausgeht, es ist erstmal alles in Ordnung. Ihr habt dann gemerkt, es stimmt was nicht und dann hat es eigentlich 4 Jahre gedauert. Mhm. Was hat diese lange Zeitspanne für euch als Familie gemacht? Das war eigentlich in dem Moment, in dem klar war, dass in irgendeiner Form eine Einschränkung des Sehens vorhanden ist. Das war eigentlich der Moment, der uns vielleicht, ich sage es mal, punktuell besorgt hat, beziehungsweise wir hatten das vorhin ja schön geschildert, hat, wo man eigentlich so diese erste Phase hatte, dass, oje, wenn unser Kind in irgendeiner Form sehbehindert ist, und wir konnten ja damals nicht ansatzweise ermessen, was genau sein wird, dann gibt es bestimmte Dinge, die vielleicht in unserem Leben nie stattfinden werden. Also das heißt, mit diesen Gedanken haben wir uns relativ früh beschäftigt. Umgekehrt, mit darüber hinausgehenden Gedanken haben wir uns eigentlich selten oder nie beschäftigt, dass da mehr sein könnte. Und wir hatten uns zu der Zeit medizinisch auch insofern gut betreut gefühlt, als dass wir sehr spezifisch immer nur diesem Augenthema hinterhergegangen sind, weil es zu der Zeit noch keine weiteren Symptome gab, die in irgendeiner Form auffällig gewesen wären. Und so gesehen war es der Moment eigentlich, in dem wir realisiert haben, okay, da stimmt etwas mit dem Sehen nicht, der jetzt erstmal dazu geführt hat, dass man sich natürlich damit auseinandersetzen musste, der aber in der Phase eigentlich noch keine weiteren Gedanken irgendwo gefördert hat oder Unsicherheiten oder Ähnliches. Also da ging es tatsächlich darum, und das war natürlich eine mühsame und irgendwo aufreibende Zeit, rauszukriegen, was ist eigentlich mit unserem Kind los. Und das ist dann quasi durch eine Verkettung von Zufällen oder vielleicht Grenzüberschreitungen zu einer Antwort kam, im Nachgang betrachtet, war es wahrscheinlich das größte Glück, das wir haben konnten. In dem Moment hat es sich sicher nicht so angefühlt. Ich finde es krass, wir haben es auch gestern schon gehört an dem Tisch, Alex, dass es immer wieder durch Zufall oder durch Glück dann irgendwie zu solchen Diagnosen kommt. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, ich auch nicht. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie oft das schon gefallen ist an diesem Tisch. Auch im letzten Jahr schon. Das ist irgendwie verrückt, wie oft es noch vorkommt. Und dann kam es durch diese Grenzüberschreitung dann bei euch zu einer Diagnose. Und dann hast du gesagt, im nächsten Schritt googelt man das dann. Und dann kommt man bei Wikipedia zu irgendwelchen Beiträgen. Man findet irgendwie nichts. Und in eurem Fall war das ja nochmal ganz extrem, weil so wenig Fälle sind. Was ging dir, was ging euch dann durch den Kopf und was waren dann nächste Schritte mit dieser Diagnose? Also der Moment war in der Tat unglaublich oder schwer zu beschreiben. Wenn man im Prinzip ein medizinisches Papier bekommt, das sozusagen das Schicksal des eigenen Kindes beschreibt, das man nicht versteht und dann versucht über Internetrecherche zu verstehen, was da drinnen steht. Bei mir war es dann auch so, ich hatte das eine halbe Stunde, bevor ich einen beruflich wirklich wichtigen Termin hatte, erstmal gegoogelt und gelesen, bin dann im Prinzip wie in Trance in diesen Termin gegangen. Und dann beginnt man sich erstmal so ein Stück weit damit zu beschäftigen oder überhaupt zu fassen, was man da jetzt eigentlich gelesen hat, versucht zu verstehen, was das bedeutet. Ich glaube, durchläuft bestimmte Mechanismen von irgendwo wegschieben und es ist doch nicht so schlimm und jetzt lassen wir es mal abwarten, bis zu natürlich einer gewissen Form der Verzweiflung, relativ viele Phasen. Ich glaube, diese, was uns und mir vielleicht ein Stück weit geholfen hat, war so tatsächlich dieses völlig unerwartete Konfrontiertsein mit einer Situation, die man bis dato schlichtweg nicht am Schirm hatte. Dass es ein irrsinniger Schmerz erstmal war, ein irrsinniges sich fassen müssen und wieder irgendwo stabilisieren müssen, ein schnelles Verstehen wollen, das dann wirklich zu einer ganz schnellen Reise um die Welt geführt hat, weil man gemerkt hat, dass es 5 Leute auf der Welt gibt, die das Thema überhaupt kennen. Also ich habe in Schweden begonnen und bin über Stationen in den USA, in glaub Kanada, UK, wieder zurück, Schweiz, wieder zurück nach Schweden gekommen, wusste dann, okay, da gibt es nicht wahnsinnig viel zu dem Thema.
Und wir konnten dann, und ich glaube, die Phasen, die wir schon hören durften, die haben wir sicher in ähnlicher Intensität durchlaufen, aber irgendwie schnell einen Punkt finden, an dem wir gesagt haben, das Letzte, was dem Ben hilft, ist Verzweiflung. Unsere Verzweiflung. Und zumindest wissen wir jetzt, woran wir sind. Zumindest wissen wir jetzt, dass eigentlich nicht nur wir, sondern viele andere nichts wissen. Und mit dem sozusagen, mit diesen Fakten müssen wir jetzt einfach nach vorne blicken und versuchen, ja, das Beste daraus zu machen und erstmal für den Ben da sein und versuchen, ihm zu helfen oder ihn in seiner Entwicklung so weit zu fördern, soweit es möglich ist. Und das war eigentlich ein Punkt, den man, kann man im Nachgang schwer sagen, aber nach einer gewissen Zeit gefunden haben und von dem wir uns dann einfach wegbewegt haben, auf dem wir versucht haben, die richtige Versorgung zu finden, ihn trotz seiner Sehbehinderung, und er war, also auch in dem Alter war er bei 10% Sehvermögen, in normale Kindergärten zu bringen und so weiter und so fort. Also maximale Normalität zu finden, gleichzeitig uns irgendwie so weit zu stabilisieren, dass wir diese Normalität da gewährleisten können und unser Leben weiterzuleben. Und das hat eigentlich in den ersten Jahren sehr gut auch so funktioniert. Ich habe es gerade in deiner Vorstellung schon gesagt, Bernd, und du hast es auch gerade schon angedeutet. Du hast irgendwann beschlossen, ich hänge meinen Job jetzt an den Nagel, ich will da jetzt was bewegen. Du hast auch gerade schon gesagt, du hast dann andere Betroffene, Entschuldigung, alles gut, andere Betroffene rund um den Globus gesucht. Wie kam dieser Gedanke, dass du gesagt hast, so, und ab jetzt kommt der Job beiseite, ich mache jetzt da weiter, ich suche jetzt andere Betroffene? Das war im Prinzip ausschließlich Ben geschuldet. Man muss es wirklich so sagen, weil ich hatte es jetzt so geschildert, wir bekamen eine Diagnose und wir haben uns damit arrangiert und wir haben unser Leben weitergelebt. Das ist natürlich jetzt eine sehr verkürzte Version dessen, was passiert ist. Vor allem aber durften wir eines erleben, wie der Ben eigentlich als normaler Jugendlicher aufgewachsen ist, der irgendwann Sätze gesagt hat wie, ich bin ein Glückskind, ich möchte nie erwachsen werden, ich habe die schönste Kindheit aller Kinder, der Lebensfreude ausgestrahlt hat und der eigentlich uns, und das kennen wir ja alle, die meist in problembehafteten Zeiten leben, obwohl es wirklich keine richtigen Probleme sind, die wir vielfach mit uns rumtragen, der uns immer wieder einen Spiegel vorgehalten hat, von einer gewissen Lebensfreude, Leichtigkeit, von einem unglaublich positiven Grundgedanken oder einer Grundeinstellung zum Leben, der Menschen geliebt hat. Und ich war zu der Zeit in einem typischen Karriereweg, der natürlich sehr ich-fokussiert war, und habe auf diesem Weg immer mehr gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. Also du hast ein Kind, das im Prinzip vor Lebensfreude strotzt, das eigentlich eine Erkrankung in sich trägt, wo wir alle nicht wissen, wie sein Lebensweg sein wird, ob es überhaupt einen Lebensweg gibt und wo es gleichzeitig niemanden gibt, der sich darum kümmert. Und irgendwann schien mir das ein nicht mehr auflösbarer Widerspruch zu sein, zu sagen, wie lange kannst du es eigentlich noch vor dir verantworten, dich selbst zu optimieren, deinem eigenen Wohl irgendwo hinterherzugehen und gleichzeitig zu akzeptieren, dass dann lebenslustiger Kerl sitzt, dem keiner hilft. Und in der Zeit gab es auch viel Interaktion mit anderen Betroffenen, die noch in ungleich schwierigeren Situationen waren, also die teilweise einkommenslos waren, die kein Englisch sprachen, die überhaupt nicht die Möglichkeit hatten, sich zu vernetzen. Und jetzt ohne das arrogant klingen lassen zu wollen, haben wir irgendwann die Frage gestellt, ja, wer soll es denn machen? Also soll ich immer darauf warten, dass die anderen aktiv werden? Soll ich immer sagen, die werden es schon richten? Oder ist es vielleicht irgendwann mal an der Zeit, dass man selbst die Dinge in die Hand nimmt und einfach etwas macht? Und das war dann für mich der Punkt, zu sagen, vielleicht ist es jetzt Zeit, mal was zu tun. Und nicht die Verantwortung auf andere zu schieben, sondern die Dinge in die Hand zu nehmen. Und nicht nur deinem Kind zu helfen, sondern vielleicht mehr Menschen zu helfen, die in Situationen sind, wo sie sich eben nicht selbst helfen können. Und
So ist es dann bei mir letztlich gestartet, dass ich tatsächlich etwas getan habe, was ich in der Form 25 Jahre nicht für möglich gehalten hätte, dass ich eines Tages gekündigt habe und was getan habe oder begonnen habe, was zu tun. Was ich immer noch sehr bewundernswert finde, also Bernd, ich kenne ja schon deine Geschichte, aber jedes Mal finde ich das aufs Neue bewundernswert. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt dann andere Betroffene gefunden und da waren ganz unterschiedliche Situationen, die ihr da vorgefunden habt. Wie war dann der Austausch? Weil das war ja nicht nur national, sondern auch international. Im Prinzip, was ich hatte dann für mich selbst so ein bisschen die Überlegung, beginne ich damit, andere Betroffene zu suchen oder weiter zu suchen und uns zu organisieren, oder laufe ich erstmal selbst los? Ich hatte mich in der Phase dann tatsächlich dazu entschieden, erstmal selbst loszulaufen, weil es so wenig gab, dass ich mir dachte, vielleicht kann man erstmal ein paar grundsätzliche Strukturen aufbauen, vielleicht kann man einfach mal Awareness raisen, vielleicht kann man mal Leute überhaupt finden, die bereit sind zu helfen, bevor wir dann den nächsten Schritt gehen und uns organisieren. Und wollte eben so sicherstellen, dass man sozusagen mal ein Fundament gebaut hat, auf das man dann hoffentlich viele, viele auch Betroffene mitnehmen kann. Und im Prinzip habe ich tatsächlich einfach begonnen, mich weiter zu informieren, die Netzwerke zu nutzen, die ich schon hatte, Leute anzuschreiben und einfach nach Menschen zu suchen, die mitmachen wollen. Ich hatte kein besonderes Ziel formuliert im Sinne von, ich möchte ABC, sondern ich habe einfach mal versucht, in alle Richtungen aktiv zu werden. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass auch das Sprechen über das eigene Erleben ganz wichtiges Mittel ist, um einfach Aufmerksamkeit zu bekommen. Was mir immer ganz wichtig war, ich wollte nie Mitleid, sondern ich wollte eigentlich von Beginn an diese Lebensfreude und diese positive Art und dieses Ermutigende von Ben in die Welt tragen. Und das passt sehr gut zu dem, was wir von der Familie Tietz auch gehört haben. Mir ging es wirklich darum, zu motivieren und zu zeigen, hey, da ist jemand, der hat vielleicht aber Einschränkungen, aber der genießt das Leben, der tut die Dinge, die ihm wichtig sind, der geht Skifahren, der malt, der spielt Klavier. Und es gibt es nicht, dass er sagt, ich kann das nicht. Und er hätte wirklich jeden Grund zu sagen, dass er Dinge nicht kann. Aber er macht es. Und es geht nicht darum, der Beste zu sein, der Größte zu sein, der Schnellste zu sein. Nö, es geht darum, die Dinge zu tun, die man tun möchte. Und das war eigentlich immer für mich so ein Kern dessen, was ich tun wollte. Und ich habe auf, ich sage jetzt mal, meinen Reisen dann so viele Menschen kennenlernen dürfen. Und das ist ja auch mit dem Grund, warum ich mich in dieser Runde so wohlfühle, die ähnliche, andere, unterschiedliche Voraussetzungen haben. Aber alle machen etwas aus sich, aus dem, was sie haben. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eines der stärksten Signale an die Gesellschaft, das man überhaupt geben kann. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo man über Polarisierung, wo man über Krisen, Kriege, sonst was diskutieren, sich wieder darauf zu besinnen, was man eigentlich kann, was für Stärken man hat. Und das wollte ich, wie gesagt, das wollte ich transportieren. Und das war dann so, oder wurde eher intuitiv ein Teil dessen, worüber ich gesprochen habe und wo ich eben begonnen habe, auch über, es gab zu dieser Zeit damals schon in UK eine Organisation, die sich mit Alström beschäftigt hat, mich mit denen sehr eng zu verzahnen. In Amerika gab es eine Organisation, mit denen zu verzahnen. Und wirklich auf einer permanenten Reise durch die Welt jeden Kontakt aufzugreifen, jeden Kontakt nachzugehen und überall die zu finden, die bereit waren, unseren Weg mitzugehen. Und das hat 2 Jahre gut funktioniert und jetzt haben wir auch die Patientenorganisation gegründet, weil ich das Gefühl hatte, jetzt haben wir ein Fundament und jetzt dürfen wir langsam die Belastung des Fundaments testen. Und das gibt es jetzt seit einem halben Jahr auch als Verein. Das schicken wir auch gerne nochmal in den Chat. Ja. An der Stelle. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Bernd, wie wichtig dieses Netzwerk ist und wie wichtig Vernetzung auch ist, wenn man da was bewegen will. Du hast ja jetzt auch gerade schon gesagt, dass du mit der UK da in Verbindung warst, mit der Organisation. Gibt es da noch andere Akteure, wenn man da was bewegen will? Was würdest du sagen, wer muss da an einen Tisch zusammenkommen? So ein bisschen ist er jetzt gerade schon rausgeklungen. Die indikationsübergreifend geht auch, ne? Aber was würdest du sagen, wer sollte da an einen Tisch kommen? Das ist nicht
für mich irrsinnig schwierig, auch jetzt im Rückblick zu sagen, wen braucht man unbedingt für die Reise. Ich glaube, wenn ich meine Erfahrung so ein bisschen reflektiere, komme ich immer wieder an den Punkt, dass man eigentlich in jede Richtung suchen sollte und wirklich darauf achten, die zu finden, die bereit sind, mitzugehen. Also vielleicht die negativste, und ich würde es nicht einmal als negativ bezeichnen, Erfahrung der letzten Jahre ist, ihr habt es irgendwann mal gesagt, ich hasse mittlerweile den Konjunktiv. Weil wie viele Leute mir erklärt haben, dass sie, was sie tun möchten und könnten und wollten und sollten, das war schon erstaunlich. Und durch dieses Dickicht an Versprechungen durchzudringen und die zu identifizieren, die wirklich bereit sind, so eine Reise mitzumachen. Und das kann in der Indikation sein, die es betrifft, wie bei uns das Alström-Syndrom. Ich hatte letztes Jahr mal eine Petition gemacht, weil ich gesagt habe, wenn ich aus einer Einzelindikation komme, die ganz wenige Menschen betrifft, ist es irrsinnig schwierig, in der Breite auch eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wir haben so viel über Diagnosen, wir haben es heute schon gehört, wir haben es, glaube ich, die Tage gehört, ich habe es selbst erlebt. Und ich kam immer wieder an den Punkt zurück, dass ich gesagt habe, das Problem beginnt doch damit, dass viele viel zu spät erst verstehen, was mit ihnen los ist. Die jahrelang sich in der Suche verlieren, in Verzweiflung verlieren, in Unsicherheit leben. Und habe dann eben mir das Thema Früherkennung auch zum Thema gemacht, habe dann eine Petition gestartet und hatte auf dem Weg dieser Petition ganz andere Unterstützer, als beispielsweise, wenn es um die Indikation selbst, wenn es um das Alström-Syndrom geht. Und sei es Verbände, sei es die Pharmaindustrie, ich finde ein großartiger Unterstützer, oft so ein bisschen stigmatisiert im Sinne von nur kommerzielle Interessen, was ich absolut so nicht sehen kann, weil sie viele da irrsinnige Chancen vertun, indem sie von vornherein mit Vorbehalten agieren. Ja. Ich habe da die Erfahrung gemacht, genauso wie im medizinischen Bereich, genauso wie bei Verbänden, mit den Leuten sprechen, auf die Leute zugehen und dann wird man schon merken, welche Motive die haben. Und da kann es sein, dass man im Pharmabereich welche findet, die absolut an der Sache interessiert sind, genauso wie im medizinischen Bereich, genauso wie auf Verbandsebene. Also ich glaube, wichtig ist, in den einzelnen Bereichen, die für die einzelne Situation gerade relevant sind, zu suchen. Und völlig ohne Vorbehalte darauf zuzugehen und wirklich so lange zu suchen, bis man jemanden findet, wo man sagt, das ist jetzt jemand, den nehme ich mit in mein Boot, den nehme ich mit auf meine Reise und dann weiterzufahren. Und diese Suche ja tatsächlich nie aufzugeben, auch wenn es manchmal ein bisschen frustrierend sein kann. Ja, ich würde gerne noch mal während einen Schritt zurückgehen zu eurem Leben und auch zu Ben. Wie sieht euer Alltag aus? Wie kann man sich das vorstellen? Langweilig und normal. Ist gut. Absolut langweilig und normal. Es ist wirklich und vielleicht ist es unsere Normalität, aber wenn sie das ist, und davon gehe ich jetzt mal aus, dann ist das auch schon ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das gilt ja für jeden Menschen. Und ohne jetzt zu sehr ins Philosophieren zu fallen, aber wie viele Menschen sind auf der Suche nach ihrer Normalität oder akzeptieren ihre Normalität als solche? Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der uns ein Stück weit auch, denke ich, gelungen ist, dass wir die Situation, so wie wir sie haben, das ist unsere Normalität. Und die ist exakt so richtig, die fühlt sich gut an, und wären wir damit nicht zufrieden, dann würden wir dran was ändern. Und ich glaube, sie unterscheidet sich von den Normalitäten anderer nicht wahnsinnig viel. Der Ben hat eine tolle Schule, das ist ein Sehbehindertenzentrum, da ist er gut betreut, er lernt die Dinge, die für sein Leben wichtig sind. Wir haben vielleicht ein paar Arztbesuche mehr als andere. Wir fahren Skiurlaub, wir gehen Skifahren, er macht Judo, wir versuchen unsere Freizeitgestaltungen so ein bisschen darauf auszurichten, was der Ben sehen kann, wo er vielleicht mehr haptische Erlebnisse hat, oder akustische Erlebnisse hat. Wir freuen uns über jeden Tag, in dem sie bestimmte Symptome nicht verschlechtern. Das ist vielleicht so eine kleine Dimension, die ein bisschen der Normalität nicht entspricht oder abweicht von anderen Normalitäten.
Aber darüber hinaus ist es eigentlich ein Leben, das viele andere Kinder auch führen, viele andere Familien auch führen. Und gleichzeitig, und das ist so eine Dimension, die mich irrsinnig begeistert oder beeindruckt, dürfen wir erleben, wie jemand mit anderen Voraussetzungen aufwächst und auch das Leben versteht und begreift. Und das ist eigentlich ein tägliches Lernen auch von Ben, wie er seine Situation reflektiert, wie er jetzt langsam beginnt zu verstehen, dass er in bestimmten Dingen andere Voraussetzungen hat, wie er mit Situationen umgeht, wie er Dinge wahrnimmt, die wir vielleicht ein bisschen anders sehen. Das ist eigentlich mit das Bereicherndste an unserer Normalität, dass wir ein Kind haben, von dem wir lernen dürfen. Schön, Bernd. Du hast jetzt von deinem Prozess oder eurer Reise erzählt. Wenn du jetzt zurückdenkst an den Zeitpunkt der Diagnose, das ja jetzt schon von deiner Perspektive erzählt, was würdest du anderen raten, die an diesem Punkt stehen oder sind? Also es sind wahrscheinlich zwei Dinge, die wichtig sind. Zum einen wirklich die schnelle Diagnose zu suchen, auch Ängste abzulegen im Sinne von, wir wollen es gar nicht wissen, oder es gibt ja Phasen, dass man das eher hinauszögert oder vielleicht Angst davor hat, etwas zu erfahren, was von großer Tragweite ist. Und wenn man die Diagnose dann hat, zum einen definitiv alle Emotionen zuzulassen, die man in diesem Moment oder in diesen Momenten empfindet, aber definitiv nie aufzugeben, sich nicht, den Glauben nicht zu verlieren, seine Familie nicht aufzugeben, sondern wirklich alles dran zu setzen, schnell zu verstehen, was das bedeutet, was das bedeuten kann, welche Möglichkeiten man hat und wenn es in irgendeiner Form möglich ist, und das klingt jetzt rational und hart, ganz schnell in einen positiven Lösungsmodus zu kommen. Mhm. Weil am Ende des Tages, es ist, wie es ist. Und wenn man eine Diagnose bekommt, ich glaube, dann hat man schon mal einen ganz, ganz großen Schritt getan zu einer dann anderen Normalität, die wir dann beschreiben, die wir dann gestalten, die man dann nutzen kann. Und darum ist es wichtig, das wirklich zuzulassen, das wirklich auch mit Hilfe vielleicht so zu begleiten, dass man sich erstmal findet, weil am Ende des Tages, gerade wenn es die Kinder sind, muss man sich immer darüber im Klaren sein, die Kinder selbst können sich nicht helfen. Das ist die Verantwortung der Erwachsenen, der Eltern, diese Hilfe zu leisten. Das heißt, nur wenn die in einem mentalen, in einem gesunden Zustand sind, dann werden sie diese Hilfe leisten können. Und ich glaube, das ist dann die Verantwortung, wenn man dann die Kraft dazu hat, sich dieser Verantwortung wieder bewusst zu werden, dass man sie der tatsächlich schnell eben klar ist und versucht, die Schritt für Schritt zu übernehmen. Und dann wirklich auf die, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, und wir haben das vorhin auch eindrucksvoll geschildert bekommen, dann die Antennen auszufahren und auf die schönen Dinge zu achten, die dann geschehen und die geschehen. Sehr schön. Ich sehe gerade, dass für dich eine Frage im Chat gerade gekommen ist, Bernd. Oh. Ob du noch was dazu sagen kannst, wie es war, einen Kindergarten, einen normalen Kindergarten für Ben zu finden, war das schwer? Das war eigentlich gar nicht schwer, nein. Wir hatten eigentlich schon eine Kindertagesstätte, da war er allerdings noch sehr klein, und dann den Kindergarten, der auch eine Inklusionsstelle hatte. Das heißt, er war tatsächlich das einzig behinderte oder schwerbehinderte Kind. Und es war in der Tat nicht so schwierig, das zu finden. Und das war, wir hatten einmal den Kindergarten gewechselt und da war er sogar noch auf einem Kindergarten. Das war wirklich ein ganz normaler Kindergarten. Das hat auch funktioniert. Und das war mit ein ganz, ganz wichtiger Punkt für seine Entwicklung, ihm eigentlich von Beginn an diese Normalität zu ermöglichen, dass er tatsächlich auch in dem Alter die Chance hatte, mit anderen Kindern ganz normal in dem Kindergarten aufzuwachsen,
hat an der einen oder anderen Stelle schon mal dazu geführt, dass es eine Platzwunde gab, weil natürlich man nicht immer auf ihn achten konnte oder es kleinere Unfälle gab. Aber am Ende war er eigentlich von Beginn an in Strukturen und vielleicht war das ein Glück der Situation, weil wir haben dann natürlich danach gesucht, Einrichtungen zu finden, die wissen, worauf es beim Ben ankommt, worauf man achten muss. Aber wir haben eben tatsächlich Betreuungseinheiten gefunden, die sie dem angenommen haben, die das auch mitverfolgt haben, die ihn unterstützt haben und die ihn tatsächlich recht normal eigentlich durch diese Kinder, in Häkchen normal, aber in einem normalen Umfeld, durch diese Kindergartenzeit haben laufen lassen, mit allen Härten. Also er hat auch in der Zeit natürlich schon gelernt, dass er bei manchen Aktivitäten nicht mitmachen konnte. Aber er glaubt, es hat ihm irgendwie ein Stück weit trotzdem irrsinnig geholfen, damit inkludiert zu sein. Und es war nicht schwierig, das zu finden. Mhm. Wenn du an die Zukunft denkst, Bernd, was würdest du dir da wünschen für Betroffene, für Ben, für Angehörige? Fangen wir vielleicht mal beim Ben an. Beim Ben wünsche ich mir einfach nur, dass er sein Leben leben kann. Und dass er dass er die gleichen Chancen hat wie alle, das zu tun, was er tun möchte. Ich glaube, wenn er die Gelegenheit bekommt, dann wäre das großartig. Und wenn man es ein bisschen breiter denkt und jetzt ein bisschen in den gesellschaftlichen Raum geht, wir sprechen ja dieser Tage viel über Gleichberechtigung, über Ähnliches. Es ist für mich immer noch ein wahnsinniger Misfit in der Wahrnehmung von Menschen mit Einschränkungen, die irrsinnig für ihre Rechte kämpfen müssen, obwohl sie eine ungleich größere Gruppe eigentlich an Menschen darstellen. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir diesen Schritt hin zu dieser Normalität, ob es jetzt als Inklusion, Normalität, was auch immer bezeichnet wird, irgendwann mal schaffen, auch als Gesellschaft. Und dass wir es verstehen, die Stärken aller Menschen zu nutzen und uns nicht so wahnsinnig auf manche Schwächen oder Einschränkungen beschränken und daraus so ein bisschen automatisch irgendwelche Cluster bilden im Sinne von trägt nichts zu dem bei oder ist für bestimmte oder ist in einer Kategorie zugeordnet, die jetzt in der gesellschaftlichen Warnung nicht so vorne kommt. Also das wäre mir an der Stelle tatsächlich wichtig, dass wir da einen Schritt machen. Und wenn man auf die Eltern anblickt, dann glaube ich, wir leben, und das ist bei der Medizin ja eigentlich täglich richtig, wir leben in den besten Zeiten. Ja. Also Fortschritt findet täglich statt. Das heißt, da hoffe ich auch, dass man in den Bereichen der Forschung und im Umgang mit solchen Erkrankungen einfach die Chancen, die es augenscheinlich gibt, besser in der Lage sind zu nutzen. Und auch du machst weiter, oder? Also ich finde, es geht kein Tag an mir vorbei, wo ich nicht irgendwo auf einer Plattform sehe, dass du auf irgendeiner Veranstaltung bist und sagst, danke, dass ich hier sein konnte und auf dem Podium sitzen konnte. Wie machst du das weiter, jeden Tag noch weiterhin? Oder? Ja, jetzt im Moment versuche ich es ein bisschen zu reduzieren tatsächlich. Also die Gründung des Vereins war jetzt mal ein ganz wichtiger Schritt, mehr zu finden, die quasi unsere Arbeit unterstützen und das soll auch für mich bedeuten, dass ich mich da ein bisschen zurückziehen kann. Es waren jetzt in der Tat viele, viele Bühnen, es gibt nur viele Themen, die mir wichtig sind und ich hatte eigentlich geplant, viel früher schon so ein bisschen weniger zu tun oder anderes zu tun und eigentlich muss man sagen, Gott sei Dank hat das, was ich getan habe, gut funktioniert, dass es eigentlich schade wäre, jetzt das nicht mehr weiter zu verfolgen. Man muss vielleicht ein bisschen selektiver sein und die Energie ein bisschen anders einteilen, sonst wird es am Ende des Tages ein bisschen zu viel. Aber ich möchte schon die Themen, die mir wichtig sind und wo ich gesehen habe, dass man etwas bewegen kann. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis. Und das wirklich so als Signal auch an alle, es geht immer was. Es ist wirklich nur eine Frage, hat man die Energie, hat man die Zeit, mag man sich auf Themen konzentrieren, aber am Ende, es wird immer etwas entstehen. Das ist Fakt. Du hast
Patientenorganisation, die Petition im letzten Jahr, deine eigene Awareness, was heißt deine eigene Awareness-Kampagne? Eine Awareness-Kampagne ins Leben gerufen. Du bist hier laut, also du bist überall, du bist laut. Du erzählst deine Geschichte, bist auf allen Kanälen unterwegs. Was ist der nächste Big Bang? Der nächste Big Bang und ich glaube, die nächsten Big Bangs werden wahrscheinlich ein bisschen leiser sein, weil es tatsächlich jetzt erstmal darum geht, unsere Organisation ein Stück weit zu stabilisieren. Aber es könnte Big Bangs geben, weil wir tatsächlich auch in den forscherischen Bereichen, leider nicht in Deutschland, aber im Ausland, Fortschritte machen, die weit über das hinausgehen, was Alström betrifft. Aber die im medizinischen Bereich uns einen Schritt nach vorne bringen. Was generell so ein bisschen im Moment mein Fokus auch ist, hinterm Vorhang Themen zu treiben, die stärker in die medizinische Welt gehen. Aber natürlich will ich nicht ausschließen, dass es nur den einen oder anderen Big Bang gibt. Ideen gibt es genug. Jetzt müssen wir nur die Zeit finden, die auch ans Fliegen zu kriegen. Wir sind gespannt. Halt uns auf dem Laufenden. Wir werden es mitkriegen, so oder so. Irgendwann werde ich die Social-Media-Intensität wieder hochfahren. Genau.